es gibt eigentlich zwei Gründe, wieso wir uns für diese Art von Schiffen entschieden haben. Sie sind so klein, dass wir direkt in die Häfen rein können. Wir ankern quasi direkt in der Altstadt. Man muss nur von Bord gehen und ist eigentlich mitten im Zentrum, im kulturellen Zentrum, gerade dieser schönen kroatischen Städte. Am anderen tagsüber haben wir die schönsten und einsamsten Buchten nur für uns alleine. Die kroatische Inselwelt mit Hvar, Korčula, Mljet, Nationalpark. Es ist wirklich schön. Wir können direkt vom Boot aus ins Meer springen. Mit nur 19 Kabinen haben wir dementsprechend auch nur 38 Gäste maximal an Bord, aber jede Menge Platz. Egal, ob es am Sonnendeck ist, vorne am Schiff, wir haben im Schatten Plätze in der Sonne oder einfach nur in Jacuzzi mit einem Glas Prosecco aufs Meer schauen. Und was auch noch schön ist, die Zimmer sind voll ausgestattet. Sie haben begehbare Duschen, Klimaanlage, Doppelbett, eigentlich alles, was man von zu Hause aus kennt.